Moin aus Hamburg zu unserem neuen Wochenrückblick und natürlich auch vorausschauend. Mein Name ist Carlos Martins und ja, Sie sehen schon das Datum. Heute ist Montag, der 19. Juni und wir blicken auf die vergangene Woche. Vom 12. Juni bis einschließlich heute schauen wir uns einmal unsere Tagesstrategie an. Die Tagesstrategie, was ihr seht, sind also Trades, die wir einmal im Tag beobachten oder einmal in der Woche, denn wir haben diese Strategie, setzen wir auf Tagesbasis, wie gesagt, auch auf Wochenbasis um. Und es war einiges los, meine Damen und Herren. Wir werden auch in diesem Video einmal über den Hexensabbat sprechen, am Anschluss unserer Trades, der am Freitag war. Aber letzte Woche, wow, was hatten wir? Wir hatten eine FED-Sitzung, wir hatten eine EZB-Sitzung. FED hat die Zinsen nicht angehoben, EZB hat sie erwartet mit 0,25 angehoben. Und wir hatten im Laufe des Freitages ein neues Rekordhoch, ein All-Time-High im DAX. Die amerikanischen Märkte haben noch nicht nachgezogen, aber wenn man die Marktkapitalisierung sich anschaut, einzelner DAX-Unternehmen und die der Amerikaner, da sind Quantenunterschiede dort. Da haben wir noch extrem Nachholbedarf. Aber das hat die Börse gefeiert und wir sehen aber heute schon am Montag, ja, so leichte Katerstimmung. Man muss dazu sagen, in Amerika ist heute Feiertag. Und ja, lassen Sie uns auch reingehen in unsere aktuellen Trades. Und wir haben aktuell heute einen Trade dabei. Und ich aktualisiere das Ganze hier mal in diesem Screen und möchte das gerne mal live machen. Sie sehen oben bei dem linken, wo mein Pfeil ist, da läuft jetzt der Screen. So läuft es also tagtäglich ab. Die Arbeit wird von der Software übernommen. Und die kontrolliert jetzt aktuell an unserem klaren Regelwerk, was für Signale da sind. Und wir sehen hier, wir fangen ganz oben an beim Euro-Kanadisch-Dollar. Und der Euro-Kanadisch-Dollar, ihr seht es hier, der ist in den Gewinn gelaufen. Euro-Schweizer-Franken ist in den Gewinn gelaufen. Euro-US-Dollar, wir sehen es immer hier blau. Das ist das Signal. Und dann sehen wir dieses kleine Kästchen, dieses, ja, das ist unser Gewinnziel und das ist schon am nächsten Tag erreicht worden. Britisch Pfund, Kanadisch Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Neuseeland, USD, der ist schon etwas älter, da sieht man auch noch den Fall, ist in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir Stocks, der Euro Stocks ist auch in den Gewinn gelaufen auf Tagesbasis und USD, Schweizer Franken. Hier sehen wir ein Short Setup. Den haben wir nicht getradet, den habe ich nicht getradet, weil wir im Euro-Dollar long gewesen sind. Dann haben wir Audi Schweizer Franken, da sieht man aktuell auch in meinem Live-Konto, da sind wir long gegangen und sind auch immer noch long. Den Trade können wir uns nächste Woche anschauen. Audi Yen ist in Gewinn gelaufen, Kanadisch Dollar Schweizer Franken ist in den Gewinn gelaufen, Euro Austral Dollar, da sehen wir, da sind wir noch im Markt short. Ja, ein, zwei Punkte haben dort gefehlt und hat uns den Markt, oder der Markt uns nicht rausgeholt, also warten wir und wollen das Beste hoffen hier. Euro-Kanadisch-Dollar ist in den Gewinn gelaufen, Euro-USD ist auch in den Gewinn gelaufen. Und wir sehen hier einen etwas älteren Trade, Britisch-Pfund, Kanadisch-Dollar ist in den Gewinn gelaufen und wir haben dann von den Swings hier noch einmal den Euro-Cut hier und wir haben einmal den Neuseeland-USD, auch hier, der ist auf Daily-Basis. Hier sehen wir, der ist in den Gewinn gelaufen letzte Woche. Summa summarum war das eine ruhige und erfolgreiche Woche. Aber was wir sehen auf der linken Seite oben, ja, es braut sich wieder einiges zusammen. Und viele Marktteilnehmer, und da sagt man so 50-50, die einen sehen den Markt überkauft, ja, und rechnen mit einer jetzt doch kräftigen Korrektur und die anderen sagen, durch die künstliche Intelligenz wird der Markt weiter steigen, aber so ist die Börse mal long, mal short. Diese Woche werden also wieder das Augenmerk mal auf, ja, Berichte von einzelnen Unternehmen raufgelegt. Wir im Trading, ja, hoffen, dass der Markt jetzt nochmal wieder ein bisschen zurückkommt, dass er schneller zurückkommt, damit wir schöne Schwünge haben. Wie gesagt, ab morgen wissen wir mehr, weil heute in Amerika Feiertag ist. Lassen Sie uns zum Hexensabbat kommen. Was ist der Hexensabbat? Es findet viermal im Jahr statt und ihr habt das mal gehört, der große, große Verfallstag. Ja, es ist immer der dritte Freitag in diesem Verfallsmonat. Da werden also alle Termingeschäfte, die
die man Anfang des Quartals eine Art Wetten beschlossen hat, wo der DAX sein könnte. Man darf das aber das Ganze nicht nur auf eine Wette beziehen, sondern auch als Absicherungs. Ich komme selber aus dem Derivatebereich und habe früher den DAX Future mit 100 D-Mark pro Punkt noch gehandelt und man sichert so auch sein Portfolio ab. Aber es bleibt natürlich an dem Tag ein gewisser Stichtag, und zwar, vielleicht für die, die es nicht wissen, der Euro-Stox und die Familie des Stox wird um 12 Uhr gekettet, also der dritte Freitag im Verfallsmonat. Das heißt, wir haben den dritten Freitag im März, den dritten Freitag im Juni, den dritten Freitag im September und den dritten Freitag im Dezember. Da müssen um 12 Uhr alle Positionen glattgestellt werden. DAX, MDAX etc., die werden dann um 13 Uhr glattgestellt von der Börse oder muss glattgestellt werden, und die Aktienoption dann gegen Xetra um 17.30 Uhr. Warum ich das sage? Wir Trader, die auf kurzfristiger Basis traden, sollten sich an dem Tag und einen Tag vorher schon aus dem Markt raushalten, weil die Märkte dort sehr, sehr volatil sind. Also Amateure, die gerade anfangen mit dem Trading, die sollten sich den Termin wirklich zu Buch halten, weil da werden alle Positionen geschlossen. Ich gebe euch mal die Termine durch. Also der nächste Verfallstag ist der 15. September. Ja, jetzt nach Juli kommt 3 Monate weiter September, und der 15. Dezember, kurz vor Heiligabend. Das sind die nächsten beiden Quartals oder Hexensabbate, und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Warum die 3 Monate? Jetzt gehen wir ein bisschen in die Geschichte. Ich habe das damals von meinem Mentor gelernt, dass eine Schiffsladung aus Europa nach Amerika circa 3 Monate gedauert hat. Und das hat man übernommen. Und wenn man, glaube ich, googelt, findet man nichts Besseres als diese Erklärung. Ja, trotzdem sollte man da wirklich aufpassen. Das war's von meiner Seite. Ich möchte gerne noch ein bisschen Werbung an eigener Sache machen. Wenn ihr also Lust habt, diese Strategie, die ich euch jetzt seit mehreren Wochen immer in diesem Video erkläre, selber mal zu testen. Ja, es besteht die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren, Traders Club 24. Und dann könnt ihr live bei uns im Live-Trading-Raum mir über die Schulter schauen, und ihr könnt selber die Strategie umsetzen, dass ich hier nicht nur Gewinne, Gewinne, Gewinne sage, sondern wie auch wirklich die Strategie funktioniert. Bis dahin wünsche ich euch allen gute, gute Trades, bleibt gesund, und ich freue mich auf die nächste Woche.